Okay, wir haben das Mikrofon eingestellt. Ich habe jetzt angemacht. Hört man mich? Ist das alles gut? Hallo? Hey, ich bin's wieder, euer Jay. Heute reagieren wir auf Elif, auf Nur Mir von Elif. Und zwar habe ich den Tipp von dem YouTube-Nutzer My Little Planet. Erstmal Dankeschön für das positive Feedback zum Katja Reaction Video. Und ich habe auch schon von Katja und Elif dieses Highway Musikvideo gehört und gesehen. Und habe ich zuerst mal irgendwie bin ich auf Elif aufmerksam geworden. Ich weiß, mega spät. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich fand diesen 80s Vibe, den sie da so ein bisschen, diesen Vintage-Look, den sie da rübergebracht hat, fand ich echt nice. Und ich will mir mal jetzt solomäßig was von ihr anhören. Und zwar hören wir uns an Nur Mir von Elif. Wie gesagt, danke nochmal für das positive Feedback und für die Idee darüber, eine Reaction zu machen. Und dann fangen wir gleich mal an. Let's go! Oh, erstmal interessanter Bass auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Stimme. Kann nicht glauben, was genau mit mir passiert. Deine Worte haben manipuliert. Was man jetzt auch wieder sofort hört. Ich mag ihre Stimme. Ich habe das schon beim Highway-Musikvideo gehört. Ich mag ihre Stimme. Sie ist natürlich tief. Sie ist aber auch deep und nachdenklich und individuell vor allem. Ich mag ihre Stimme wirklich. Darf den Zugang zu mir nicht verlieren. Sonst bleiben all deine Worte in mir. Das ist egal erstmal, was sie singt. Damit hat sie definitiv ein Alleinstellungsmerkmal und zwar mit ihrer Stimme. Zuerst warst du da für mich. Sehr prägnant. Und dann wolltest du mich als Besitz. Doch weißt du, wer man Liebe gibt, verlangt uns nicht zurück. Tut mir leid, wenn ich so wenig auf das Musikvideo selbst eingehe, aber mir gefallen einfach so kleine Details, auch wie sie aussieht, zum Beispiel mit den Haaren. Den Stil, den sie hat, sie trägt oft schwarz oder glaube ich nur schwarz. Wie gesagt, ich kenne noch nicht so viel von ihr. Verlangt uns nicht zurück. Hat halt auch schwarze Fingernägel. Diese Stadt ist groß genug für uns zwei. Ich muss sie eh mit 4 Millionen anderen teilen. Steig in dieselbe Bahn, steh auf demselben Gleis. Auf jeden Fall deeper Text. Alles unseres, alles seins, aber ich Oh, der Text auf jeden Fall nice. Ich gehöre nur mir, nicht dir, nur mir. Ey, das ist echt. Das ist wahrscheinlich schon letztendlich der ganze Kontext. Aber stimmt's, true shit. Ich könnte jetzt schon wieder ausholen, aber wir fangen erstmal weiter. Wir machen erstmal weiter. Jeden Tag gesagt, doch da kannte ich dich noch nicht und deine ekelhafte Art. Du wolltest mich erpressen, hast mich ständig klein gemacht. Okay, jetzt kommt quasi so ein, vorher war es so ein bisschen allgemeiner. Ich gehöre nur mir, nicht dir, nicht niemanden, nur mir. Und jetzt wird so ein bisschen personenbezogen, wie ähnlich wie in einem Love-Song. Ich will nicht sagen Love-Song, aber kommt ein bisschen personenbezogen jetzt daher. Wie gesagt, dass ich dich brauch und ohne dich nicht weiter schaff. Ich hab darüber nachgedacht, viel zu lange nachgedacht. Doch du bist nur ein Pascha, was du machst. Mir gefällt die Hook auf jeden Fall, die so ein bisschen melodisch untermalt mit Bass. Gefällt mir auf jeden Fall die Hook und dazu natürlich der Text. Super 1A, gefällt mir sehr gut. Natürlich dazu ihre Stimme, das Ganze noch individueller macht. Ich gehöre nur mir, ich gehöre nur mir, gehöre nur mir, nicht ihr, nicht ihm, nicht dir. Ich gehöre nur mir, naja, yeah. Oh yes. Ich gehöre mir.
ist natürlich viel Wiederholung drin. Aber letztendlich, sie gehört nur sich selbst, beziehungsweise niemand anders. Und das ist auf jeden Fall eine Message, ich mache mich mal kurz wieder groß, die man natürlich nochmal an die große Glocke hängen kann. Denn ich glaube, viele Leute vernachlässigen sich immer mehr selbst. Vor allem, weil Leute irgendwie immer mehr Probleme haben. Gerade jetzt Corona-Zeit ist natürlich ein gutes Beispiel. Und das ist mal wieder so eine... Es war natürlich dann ab der mittleren Hälfte ungefähr so ein bisschen personenbezogen, also so ein bisschen Love-Story-mäßig, irgendeinen Typen und so weiter, aber man kann es ja verallgemeinern und da finde ich ganz gut, einfach zu sagen, vergesst dich nicht selbst und denk dran, am Ende des Tages bist du nur einer Person Rechenschaft schuldig und das bist du dir selber und wenn du mit dir selber zufrieden bist, dann ist alles safe. Deswegen gefällt mir. Elif gefällt mir, ich werde definitiv auf mehr von Elif reagieren. Wenn ihr Lust habt, das zu sehen, dann abonniert den Kanal, würde mich wirklich freuen oder schreibt mal drunter. Wie gesagt, so viel kenne ich über die Person nicht. Hab mir gerade nochmal Germania angeguckt, aber so viel kenne ich nicht, deswegen könnt mich gerne korrigieren oder irgendwas drunter schreiben. Wir können in Diskussion kommen und danke fürs Zusehen, macht's gut, euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao, euer Jay. Ciao.